Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Survivor 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine lieben Freunde. Ja, wir haben ja nach dem Einbruch und nach dem Kamera-Durchschauen dann doch jemanden gesehen. Wir wissen zumindest noch nicht, wer es ist, aber wir wissen schon mal, dass logischerweise jemand in der Halle war und hat einen unserer Traktoren erneut entwendet. Das Ganze muss ich definitiv noch bei Vitus melden, beziehungsweise beim Bürgermeister, müssen wir mal schauen, wie wir da anrufen, dass er das dann weiterstellt. Fakt ist eins, wir machen jetzt hier gerade den zweiten Schnitt auf der Wiese. Das kommt auch noch dazu, der Anton, der ist schon fleißig am Werken und wir müssen heute unbedingt zum Händler, denn der hat nicht nur unser Baumaterial abgeholt oben, beziehungsweise das alles weggefahren, sondern wir müssen auch ein paar neue Sachen bestellen. So, und ich habe die Freigabe von Albrecht, upsala, dass ich das machen kann, weil der ist nämlich heute leider nicht da. Anton? Ja, Schiebe. Ja, wie sieht's aus? Läuft das mit dem zweiten Schnitt? Ja, es sieht grasig aus. Ist grasig? Ja. Aber geht gut? Ja, das ist schön fluffig, das Ganze. Sag mal, hast du die Schwarterplage aus? Ja, natürlich habe ich die Schwarterplage aus. Wir machen ja auf breiter Plage. Gut, sag mal, wir brauchen doch einen Schwader dann, ne? Das wäre nicht verkehrt. Genau, wir brauchen dann auf jeden Fall noch einen Schwader. Wir haben ja einen oben stehen, oder? Glaube ich ja. Ja, ich glaube auch, ich weiß es aber nicht genau. Fakt ist eins, Anton, ich würde mal ganz kurz... Moment, hier den Zetter einmal stehen lassen. Ah, da kommst ja, du das schon. Passt gut. Da kann ich den dann gleich nehmen und kann dann gleich noch ein bisschen rumzettern. Ich würde einfach mal ganz kurz zum Händler fahren, weil ich denke, wir müssen da mal ein paar wichtige Sachen langsam klären. Was will der? Ich sag, wir was müssen, haben Sie gesagt, Herr Schiebe? Ja, wenn das alles an ist, hier hört man dich so schlecht. Ja, warte, ich mache aus. Jetzt ist besser. Was haben Sie gesagt, Herr Schiebe? Anton, können wir uns einfach so in dieser L-Formation unterhalten? Nee, ja, warte, die L-Formation ist, du guckst jetzt da, wo du hinguckst, ohne dich zu bewegen, ja? Ja, okay, ich guck sie an, ja, Schiebe. So, und ich stehe hier. Das aber ist doch das doof. Das ist die klassische L-Formation und die ist für uns perfekt, glaub mal, Anton. Aber warum, ja, Schiebe, das geht auch nicht so. Ich höre sie doch nicht richtig. Ah, pass auf, ich fahr jetzt, ja, warte ganz kurz. Ich fahr zum Händler jetzt und würde bestellen, pass auf, wir brauchen ein paar Sachen. Ach, das siehst du ja dann, ich fahr jetzt erstmal hin, ja? Ja. Ich lass ja, den Zettel hier stehen, falls du vielleicht... Herr Schiebe, geben Sie nicht so viel aus, denken Sie, Sie müssen noch unseren Lohn zahlen. Ja, euren Lohn werde ich schon zahlen, da braucht ihr keine Angst haben. Ja gut, ich sag's ja nur, auch schon, Herr Schiebe. Und bei den guten Aufträgen gibt's bestimmt sogar eine Beteiligung. Und das wäre sehr schön, Herr Schiebe. Ja. Könnten Sie mir einen Gefallen tun? Nein. Nun ganz klein. Was hast denn? Könnten Sie vielleicht einen saugstarken Was bitte? Verdammte Scheiße. Industriestaubsauger kaufen. Du meinst, du brauchst einen saugstarken Industriestaubsauger? Ja, hab ich doch gesagt. Ja, und der soll was machen? Saugen. Na, saugen. Was denn? Für die Traktoren oder was? Ja, natürlich, für die Traktoren, für die Werkstatt, für alles. Ach so, ein, ja, alles klar. Gut, ich frag mal, ob er einen hat, ja? Könnten Sie da bei den Rohren bitte mit verschiedenen Aufsätzen machen? Ja, das kann ich fragen, was da für Zubehör dabei wäre. Das ist sehr schön. Im Zweifel. Aber das muss schnell gehen. Ja, und was, kannst du noch mal kurz sagen, nicht, dass ich mich verhört habe oder so, was für ein Staubsauger? Verdammte Scheiße. Nein, du siehst raus, Rauher. Denk dran. Bis dann, Anton, ja? Bis später. Oh, der macht mich fertig, der Anton. Der macht mich fertig. Da der Händler hier gleich um die Ecke ist, werden wir direkt mal hinfahren. Ich denke, das ist eine ganz gute Idee. So. Also, nee. Industriestaubsauger. Naja, gut. Sehr schön. So, da sind wir ja schon. Huch. Oh, was hat er denn hier alles Neues? Und zap.
Hallo Marlon. Grüße. Servus, grüß dich. Gut. Gut. Pass auf, ich bräuchte eine Quaderballenpresse. Und zwar, wir sind gerade am Heu machen und der möchte gerne Quaderballen haben. Der Leutnant hier. Und da wir noch keine haben und sowieso uns eine zulegen wollen, eine Presse. Da hast du richtig Glück, muss ich sagen. Hast du was da zum Angucken? Habe ich heute neu reinbekommen. Sicher, du hast generell heute einiges bekommen, oder? Ja, naja, man muss ab und zu mal ein bisschen was Neues zeigen. Ja, mach mal einen kleinen Rundgang hier, was hast du denn alles? Ja, also ich zeig dir erstmal die Quaderbeinpressen. Das ist vom Monster. Ha? Ja, also hier haben wir die zwei Quaderbeinpressen. Oh, die Quadrant ist natürlich auch immer so ein Ding, ne? Ja, so klar. Riesengroß, Alter. Ja, ich kann schon ein bisschen was. Also die hat... Mensch, was Kleineres hast du nicht, oder? Ja, ja, halt dann bloß die Kuhn, ne? Naja, kleiner ist jetzt auch relativ, ne? Ja. Aber musst halt bedenken, bei der Kuhn ist halt vorne nur die Pickup dran, ne? Ja. Und bei der Quadrant hast du halt vorne noch so einen Häcksler mit dran. Hm. Da quasi das Gut, was du auf dem Feld liegen hast, nochmal zerkleinert, wodurch noch eine bessere Futterqualität. Also nochmal ein bisschen vorzerkleinert wird. Genau, brauchst zwar auch ein bisschen mehr Leistung, aber... Was hat die an Leistung? Was braucht die? 240 PS. 240 PS ist natürlich so eine Sache. Ist eine Hausnummer, ja. Ist eine Hausnummer. Würde wahrscheinlich unser Fendt mit Ach und Krach schaffen. Ja, also unten drunter würde ich es auch nicht probieren, weil da geht der Traktor einfach aus. Wenn du die anmachst. Durch den Häcksler vorne dran, weil der halt viel Leistung frisst. So, weißt du, wer sich immer gut auskennt? Warte mal. Hey! Ja. Anton! Ja, ich schiebe. Ach, ich hab schon gedacht. Sag mal, weißt du, wo unser Lehrling ist? Der müsste am Hof sein. Ich glaube, der hat noch sein Berichtsheft geschrieben. Der ist am Hof? Ja, im Normalfall schon. Okay. Kannst du den mal einen Funk holen? Warte nicht mal, ich funke mal durch. Aber der Scheiße. Wo ist er denn? Mhm. Menschenskinder. Simon! Ich denke, der... Hallo? Simon! Simon! Ist aber laut. Ja, hallo. Simon! Der Herr Siebe will dich sprechen, Simon. Okay. Pass auf, Simon. Ich habe hier... du bist ja bei der Berufsschule so ein helles Köpfchen. Ich habe hier eine Kuhn LSB 1290D stehen und ein Glas, eine Glasquadrant 5300 FC Quaderbeinpresse jeweils. Was meinst du? Ich denke, ich würde, also, Weil das glaube, Problem ist, 42 PS die Quadrant, ne? Ja, ich würde da auch erst sagen, die Kuhn. Weil wir sind ja hier auch im Hügel liegen und, ja. Ja, das kommt noch dazu, bergauf, bergab und, Simon, ich hätte auch zu der Kuhn tendiert eigentlich, aber die Klaas, die hat noch so einen kleinen Vorhäcksler für besseres Futterqualität. Naja, gut, aber im Endeffekt für Bussbein. Ja, aber wir haben ja an unseren Mähwerken schon einen Aufbereiter dran, der macht das auch. Ja eigentlich auch schon ganz gut. Das stimmt. Siehst du, Marlon? Was? Was? Gott, warum schreist du mich an? Marlon, siehst du? Ja. So ein Lehrling brauchst du. So ein Lehrling, aufgewecktes Kerlchen. Sei ein Boss am Hof. Ja, pass auf, wir würden die Kuhn nehmen. Okay, aber die Kuhn, okay. Wir nehmen die Kuhn. Ja. Okay. Ja, wir nehmen den Kuhn. Problem. Was hast du noch da hier? Oh, sag mal. Der Förderbänder sind neu gekommen, genau. Weil ich ja so ein bisschen mitbekommen habe, dass ihr da oben mit eurer Biogasanlage durchstarten wollt, dachte ich, ich muss sowas ranholen. Meinst du, es wäre möglich, von unseren Silos direkt in die BGA zu fördern? Die BGA, die schluckt, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja. Ist der absolute Hammer. Könnte man probieren, ja. Ey, pass auf, lass uns das mal probieren. Ja. Was braucht man da alles? Wir brauchen hier dieses Aufnahmeförderband wahrscheinlich, ne, vom Boden. Genau, genau, was, genau. Das okay, nimmt Boden dann auf. Brauchen wir dieses große Haupt hier. Genau, du wirst wahrscheinlich auch die Verlängerung brauchen. Ja, ja, brauchst du, weil wie willst du sonst hochfördern in... Ja, hast du recht. ...in den Fermenter. Genau, und diese Verlängerung brauchen wir. Da brauchen wir bestimmt zwei, wenn es reicht. Ja, müssen wir probieren. Würdest du uns das liefern können? Kann ich euch liefern zum Probieren, natürlich. Das muss man ausprobieren. Super.
Das wäre super. Und wenn es funktioniert, nimmt er das dann halt einfach, kauft das einfach ab. Dann genau, quasi. Pass auf, du kennst dich ja aus mit dem Zeug und mit dem ganzen Anschließen und so weiter, dann würde ich das mal in deine Hände geben. Ja. Und ansonsten, ich überlege, brauche ich noch was? Was hast du denn da hinten am Traktor? Das ist was ganz Neues der Technik. So eine geführte Eigenbau ist das so ein bisschen. Oder? Für Pappel setzen. Ihr würdet mich doch alle ärgern, oder? Hä? Kann ich auch mal was, ganz ehrlich. Ja, was? Warum? Warum? Weil der Damien so einen scheiß Pappelsetzauftrag hat. Und wir den schon extra so teuer gemacht haben, dass er nicht annimmt. Und eben ist es aber völlig egal. Okay. So, und jetzt, pass auf, das heißt, man kann hier direkt 3 reinsetzen. Genau, kann ich auch mal kurz demonstrieren, wenn Sie möchten. Mach mal. Man kann nämlich sogar entweder halt diesen kurzen Abstand machen, oder man fährt den ganzen Spaß auf 8 Meter aus. Und dann hat dann dadurch quasi die Breiten rein, die man setzen kann. Das könnte ich ja machen. Da kann ich ja ein bisschen austricksen. Da setze ich die Breiten rein, bin ich schneller fertig. Zum Beispiel, ja. Das sage ich einfach, dass. Ja, ja, da kriege ich. Das machen wir. Pass auf, ja. Das Problem ist nur, das Ding kaufen macht überhaupt keinen Sinn. Würdest du uns sowas auch vermieten? Eigentlich, also tatsächlich, tut es der Hersteller sogar meistens eigentlich nur vermieten. Okay. Weil die Kunden sowas eigentlich, die kaufen das und nach einem Einsatz schmeißen sie es wieder weg. So, und dadurch tut er das lieber quasi direkt von Haus aus vermieten, zu einem etwas höheren Preis natürlich. Und dann habt ihr aber halt die Probleme nicht damit. Ja, die Pappeln kommen ja auch immer wieder, ne? Genau. Pass auf, kannst du uns 2 so eine Dinger besorgen? Kann ich machen, ja. Besorg uns 2 so eine Dinger, hole ich ab. Sag ich dir doch Bescheid, ja, okay. Da sage ich dem Damien Bescheid, dass wir die Pappeln ansetzen. Was ist hier noch für ein Monster? Ach, sag mal. Ja. Ja, erzähl mal. Ja, nee, das Kartoffeln ist eigentlich oder jetzt... Rüben, ja? Ja, das ist tatsächlich für Karotten ausnahmsweise. Okay. Weil damit ich gehört habe, dass auch... Aus dem Boden? Genau, weil ein anderer Bauer, der Herr Kutzocher, hatte erzählt, der wollte gerne Karotten ernten und da habe ich mal sowas besorgt. Ja, der hatte tatsächlich uns auch schon was Ähnliches in Auftrag gegeben. Ah, okay, gut. Also, um genau zu sein, die Karotten zu ernten. Ja, okay, gut, das okay, wusste ich pass nicht. Auf. Also, da werde ich auch nochmal auf dich zurückkommen. Ich würde jetzt erstmal Folgendes machen. Ich würde jetzt erstmal die Ballenpresse dranhängen. Ja. Du besorgst mir mal noch dieses Pappelsetzling-Gerät da. Ja. Und sagst mir mal Bescheid, wenn du die da hast. Da kommen wir hier runter. Wäre schön, wenn du gleich ein paar Setzlinge mit besorgen könntest. Kann ich machen. No. Over. Ja? Moin! Das ist ja cool, Schiebe. Dass du anrufst, Mensch. Ey, so ja, ein Zufall, Damien. Du, hör mal, ich sitze hier gerade mit dem Bürgermeister im Auto. Ja. Und wir fahren durch die Stadt. Er zeigt mir das ein Gebiet, was wir neu aufforsten sollen und so. Ja. Jetzt stehen wir hier auf einer Straße und dein Azubi, dieser Anton da, der hat die ganze Straße voller Gras geschmissen. Der Bürgermeister, der ist gerade am Ausflippen. Wir kommen hier nicht vorbei. Wir mähen. Wir machen gerade Grünschnitt. Okay, aber da ist ein Riesenberg auf der Straße. Ja. Und da hast du gedacht, der stellvertretende Bürgermeister kümmert dich mal drum. Nein, ich dachte, ich sag dir schnell Bescheid, damit du das vielleicht noch weg bist, bevor der Bürgermeister hier ausfällt. Das ist aber nett. Das ist nett. Also ja, das Problem ist, wir machen gerade Grünschnitt. Wir fahren halt ständig rein und raus und sind da gerade noch voll beschäftigt. Also wir machen das natürlich sauber, ne, sobald wir fertig sind. Ja. Pass auf, ich habe eine gute Neuigkeit. Ja, heraus. Nach langen Winden und Versuchen, mich aus der Sache irgendwie rauszuholen und unnötige, überteuerten Angeboten, habe ich mich dazu entschlossen, eine Pappeln zu setzen. Das freut mich. Ich habe schon jeden Abend nach dem Bett, hoffentlich machen die den Auftrag. Nein, also wir als Lohnunternehmen jetzt hier haben uns ja zur Devise gemacht, wir werden auch die unschönsten Aufträge, die es auf diesem Planeten in der Landwirtschaft gibt, durchführen. Oh, das ist schön zu hören. Das ist echt schön einmalig zu hören. Möchte ich noch erwähnen. Ja, glaube ich. Gut, und du wirst staunen. Pass auf, ich denke, das wird heute auf jeden Fall noch. Ihr fangt heute schon an? Ja. Aber das würde ich mir mal anschauen. Wann seid ihr denn ungefähr genau. da? Also ich würde dir Bescheid sagen, ich denke, wir würden 28, 29, 30 war das, ne? Genau, ja. Wir würden bei dir am Hof vorbeikommen. Das wäre, denke ich, so, ja, ich muss jetzt noch ein paar Ballen pressen und dann geht das schon los. Ja, schreib kurz bei WhatsApp oder ruf mich an oder so, dann komme ich rüber. Mache ich auf jeden Fall, so wird das. Perfekt. Alles klar, Schewe, tschüss. Reingehauen.
So, gut, alles klar, Marlon. Ich muss los. Eine Sache noch, bitte. Mhm. Das Gerät kannst du nicht so über die Straße fahren. Das ist zu breit. Wie? Der Gerät. Zu breit, meinst du? Ja, genau. Das müsste man eigentlich auf den Tieflader setzen und damit dann zum Feld bringen oder wie auch immer. Weil wir fahren das nochmal zusammen. Ja. Wie breit kommt man da? Ja, gut breit. Enger geht nicht? Nein. Vorausfahrzeug normalerweise vielleicht? Ist ja eng ein dehnbarer Begriff, aber in dem Fall leider nicht. Vorausfahrzeug? Ah, schwierig. Müsste mal mit dem Bürgermeister sprechen, aber normalerweise bist du halt ja schon gut über 3,20 Meter, ne? Ja, pass auf, dann frag ihn doch mal, ob wir das mit dem Vorausfahrzeug hinbekommen auf die kurze Strecke oder ob wir da XHS Tieflader machen müssen. Ich mach derweil mal meine Beine fertig, dann sehen wir uns ja gleich wieder. Ja, ich rufe mal an. Danke dir, ne, vielmals. Jo, bitte. Und wie gesagt, mach die Beinpresse, kannst du ruhig fertig machen vom Preis. Ja. Ansonsten kriegst du sonst noch irgendwas? Ich krieg tatsächlich noch ein paar Euro, ja. Okay, erzähl mal. Wegen dem Auftrag letztens, wo ich euch die ganzen Maschinen geliefert habe und sowas. Genau. Ja, das würde sich noch belaufen auf 128.963. 128.963, alles klar, gebe ich weiter und so passend wie möglich, bitte, ich brauche kein Geld. Verstehe ich. Für die Automaten, nee. Ja, genau. Ah, die Sonne wieder scheint. Kannst du die Ballenpresse uns das Angebot auch gleich fertig machen? Kann ich machen, ja. Okay, super. Danke dir vielmals. Jo, bitte. Haut das damit drauf am besten noch. Ja, mache ich. Danke, ciao. Ciao. Okay, perfekt, super. Das heißt, Bahnpresse ist schon mal gesaved. Die Quadrant wäre echt eine coole Sache gewesen. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Finde auch eine klasse Technik, die Klaas da hat. Aber es ist tatsächlich so, dass ich die schon mal gar nicht anhängen kann. Hä? Ach so, Moment. Mal an! Du müsstest mal hier vorne noch das Schloss abmachen. So, ja, warte. Da würde ich dir nämlich gleich mitnehmen, wenn das für dich okay wäre. Ja. Ja, okay, perfekt. Ja, Sister, passt doch. Danke dir vielmals, tschüssi. Bitte, bitte, tschüss. Ja, wie gesagt, aber Kuhn ist natürlich auch eine tolle Presse. Ist eine Quaderbein-Presse, die völlig ausreichend ist für uns. Die leistungstechnisch weniger braucht. Hatte ich gar nicht gefragt, wie viel die jetzt überhaupt brauchen. Na gut, das werden wir sehen. Und wo wir unser Heu, beziehungsweise das Heu vom Leutnant, optimal zu Quaderbein pressen können, könnt ihr es verladen. Der hat ja die Anhänger schon abgestellt und dann haben wir den Auftrag auch fertig. Ich muss ganz ehrlich sagen, als das mit dem Lohnunternehmen, wir haben wirklich sehr, sehr schöne Aufträge, sehr abwechslungsreiche Aufträge auch. Wie ich finde, es macht wirklich Spaß. Also das ist wirklich eine tolle Sache. Ah, wir müssen natürlich das Schwadenfeuer. Das ist natürlich, ach du grüne Neune. Alter, was ist denn bei diesen zwei Schnitten rausgekommen? Das ist ja unnormal. Ach du heiliger Bimbam. Holy moly. Anton? Ja, Herr Schiebe? Alter, was sind denn das für Massen hier, für Grasmassen? Das ist ein Haufen Grünzeug, ja. Haufen Scheißdreck. Na, jetzt sagt er nicht Scheißdreck. Sag mal, weißt du was der Simon? Der Schwader schafft es kaum. Der Zetter? Der Zetter. Ja, ich weiß schon. Weißt du, was der Simon macht? Was hat er? Was der Simon was macht? Was haben Sie gesagt? Was der Simon? Simon! Was ist mit ihm? Was macht der? Bin ich da? Ich bin seine Mutti oder was? Nee, aber der hätte man ja schon schwaden können. Oder ist der auf den anderen Feldern zugange? Ich glaube, der Simon, der denkt mit, Herr Siebe. Der Simon, der ist nämlich schon auf dem Weg. Der ist auf dem Weg? Ja, natürlich. Mit dem Schwader? Ja, natürlich. Während Sie einkaufen waren, haben wir uns abgestimmt. Ja, pass auf, ich habe was Großartiges besorgt. Fahr mal über den Hügel, da wirst du sehen. Was ist denn da? Ja, und ich hätte hier die Mähwerke hätte ich in den Teich gestellt. Meine Fresse. Ja, was haben Sie denn schon wieder, Herr Siebe? Was ist denn naja, wie stehen denn die da? Na, die stehen ordentlich da, warum naja, nicht? Naja, so ordentlich ist das nicht, finde ich. Na, wieso denn? Die stehen doch unten. Nicht im Wasser. Ja, gucken Sie mal. Hier ist sogar eine Sandbank. Da haben wir dann drei Frösche drin, wenn wir wieder fahren. Ja, macht doch nichts. Gibt Froschschenkel hier haben. Ach. Weißt du, was ich vergessen habe?
Was haben Sie schon wieder? Ich habe vergessen, diesen einen Staubsauger, Mensch, wie hieß der gleich? Das ist ein Menschenskinder, wie? Sie haben den Industriestaubsauger. Ja? Haben Sie vergessen oder was? Den habe ich vergessen. Och, ja, aber ich muss ja noch mal dahin was abholen. Ey, ich habe eine richtig coole Sache. Wir werden Pappeln setzen. Ja, ich weiß, klingt schlimm, aber pass auf. WhatsApp wird richtig gut, Anton. Hast du noch nie gesehen, so ein Teil? Wird richtig gut. Komm, fahr mal drüber hier. Ja, warte nicht, ich komme. Sehr gut, okay. Ja, Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn. Dann müssen wir jetzt hier eine richtig schöne Schwart nachlegen, müssen pressen und können natürlich gleich die Ballen verladen und dann ist der Auftrag definitiv abgeschlossen, dann passt das. Ach ja, sehr schön. Wenn ich ehrlich bin, graut es mir vor der Nacht. Ich habe gar keine Lust mehr. Am Tagsüber ist alles so schön ruhig und entspannt und in der Nacht sind die Bösewichte unterwegs. Was Sie hier los, Herr Schäfer, ist wohl neu? Naja, die ist ziemlich neu, ja. Mensch, so, das ist aber ein schönes Ding. Euer vorne die Zink, meine Fresse. Was ist denn das mit diesem Grashaufen hier? Der Wahnsinn. Der hat der Wind dahin geweht. Hat der Wind dahin geweht? Ja, das kam vor uns auf einmal an, gucken Sie, Herr Schäfer, das ging dann so, da kam er an und dann machte das Ganze wusch. Wusch. Na, was dort? Ja, so wusch. Na, jetzt müssen wir wieder ein bisschen rüberziehen. Na gut, aber, meine lieben Freunde, da kommt auch schon der Simon mit unserem Bandschwader. Ist das ein Bandschwader überhaupt? Natürlich ist es ein Bandschwader. Ja, ist ein Bandschwader. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Ja, und euch einen schönen Start in die Woche. Bis dahin, tschüss. Tschüss und macht die Glocke ein.